Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Teambuilding-Video. Und wie beim letzten Mal schon, werden wir diesmal auch wieder ein Team random zusammenstellen. Und unser heutiges Pokémon, um das wir ein Team randomisieren werden, ist Shadrago. Shadrago ist an für sich ein relativ interessantes Drachen-Pokémon. Es ist zwar nicht gerade das schnellste, aber es gehört wenigstens zu den Pokémon, die etwas aushalten. Darüber hinaus noch über eine sehr gute oder allgemein über sehr gute Fähigkeiten verfügt und auch einen relativ interessanten Movepool hat. Ich habe mich jetzt hier mal für dieses Shadrago entschieden. Ich werde gleich ein bisschen näher darauf eingehen. Was ich aber jetzt erstmal machen will, ist jetzt erstmal gleich das Team randomisen. Und bin mal gespannt, was da rumkommt. Also, wir hatten beim letzten Mal ja schon insgesamt drei Wasser-Pokémon. Wenn man jetzt mal Tektas dazu nimmt, vielleicht werden wir jetzt heute mal ein bisschen ausgeglichener sein. Wer weiß. Aber wir randomisieren einfach mal. Und wir haben. Hallo. Ein Snobillycat. Ein Arktilas, ein Picolente, ja klar. Chillabell. Ich wollte schon Pico Chilla sagen und dann so Picolente, Picolente, nein, Chillabell. Chillabell, das ist gut. Mega Sherox und ein Golking. Das ist verdammt gut. Das ist verdammt verdammt gut. Ja, also damit könnte ich auf jeden Fall arbeiten. Ja, das wäre möglich. Also wir haben auf jeden Fall relativ viel Power. Der Speed ist auch nicht so schlecht. Also da können wir auf jeden Fall was draus machen. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal direkt rüber und machen dann auch unsere eigenen Sets und so und würden dann jetzt noch mal gleich in Showdown rübergehen. Da sind wir auch schon zurück zum eigentlichen Teambuilding. Und zwar haben wir hier nochmal alle sechs Pokémon zusammen. Nochmal so schön oben in der kleinen Übersicht. Und wir gehen mal kurz das Team, was ich so habe, durch. Ich habe hier ein Shadrago mit einem Leben-Orb und der Fähigkeit Rohe Gewalt. Rohe Gewalt und Leben-Orb sorgt dafür, dass die Attacken noch stärker werden und ich keinen Schaden durch das Leben auch bekomme, sofern ich auch Attacken nutze, die auch von roher Gewalt irgendwie beeinflusst werden. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Drachenklaue einsetze, kriege ich Leben-Orb-Schaden. Wenn ich natürlich jetzt Mülltreffer einsetze, kriege ich keinen Leben-Orb-Schaden. Eigentlich relativ einfach. Dann habe ich hier, wie gesagt, gerade Drachenklaue, Mülltreffer, Feuerschlag und Knirscher. Einfach nur, ich hätte Tiefschlag machen können, allerdings wäre Tiefschlag im Endeffekt, glaube ich, sogar ein bisschen schwächer als Knirscher. Und das muss nicht unbedingt sein. Wobei, nee, Tiefschlag ist sowieso generell schwächer als Knirscher. Ich sehe es gerade hier, ne? Sucker Punch hat hier Stärke 70, aber Knirscher hat Stärke 80. Also sowieso ist Knirscher, finde ich jetzt persönlich, was Power angeht, ist Knirscher natürlich die bessere Wahl. Klar, wenn man natürlich jetzt eine Priorität haben will und Shadrago nochmal zum letzten Schlag ausholen soll, dann kann man natürlich Tiefschlag machen. Aber so bin ich jetzt eigentlich mal so eigentlich dann doch zufrieden mit dem Movepool. Dann der EV-Split, der ist diesmal total crazy. Das ist richtig, richtig komisch. Da habe ich mir nämlich mal gedacht, hey, ich mache ein hartes Wesen, okay. Aber jetzt wieder voll auf KP zu gehen, ist auch langweilig. Also habe ich mir gedacht, hey, die beiden Defensivwerte sind ja sowieso vom Wert her gleich. Dann power ich die mal ein bisschen auf. Dann nochmal 68 EV in den KP-Wert auf. Einfach damit ich dann 161 KP habe. Heißt, wenn Tarnsteine sind, wird ja immer die gerade Zahl abgezogen. Wenn eine ungerade Zahl ist, könnte ich theoretisch wenn ich immer ein- und auswechsel und nicht keinen anderen Schaden kriege, könnte ich im Endeffekt immer noch mit einem KP überleben. Aber
das ist jetzt sowas anderes. Und die restlichen 36 EV habe ich dann in den Speed gelegt. Dann haben wir als nächstes das Snobelicat. Snobelicat ist natürlich jetzt ein recht interessantes Pokémon, gerade weil Alola Snobelicat auf den ersten Blick viel mehr zur sechsten Generation passt. Klar, es kommt ja auch aus der Alola-Region. Ich muss aber gestehen, was den Move-Pool angeht, finde ich persönlich das normale Snobelicat viel besser, muss ich ehrlicherweise wirklich gestehen. Auch was die Stats angeht, klar. Alolas Snobelicat hat einen höheren Spezialangriff, aber dafür hat das normale einen höheren physischen Angriff, den ich am liebsten jetzt auch nutzen will. Und würde da sehr gerne... Was können wir denn da machen? Wir könnten einen Fokusgurt spielen. Falls natürlich jetzt Tarnsteine draußen sind, habe ich da ein Problem. Aber ich würde gerne einen Fokusgurt nehmen, damit ich eine Attacke definitiv überlebe. Dann mache ich Techniker als Fähigkeit. Und als Startstep mache ich Fake Out. Mogelhieb kann nie schaden. Definitiv nicht, wird noch von Techniker verstärkt und ist noch ein Stab. Also würde es durchaus schon einiges an Schaden anrichten. Dann würde ich dem Snobelicat noch Abschlag geben. Kann auch nicht schaden, weil Abschlag, hey, ich meine, ich kann dann immerhin guten Schaden anrichten und dem gegnerischen Pokémon das Item klauen. Dann wird es jetzt ein bisschen tricky. Ich würde gerne auf Kehrtwende gehen, gerade weil Snobelicat schnell ist und es auch noch relativ gut ist zu wissen, okay, der Gegner macht jetzt das, dann mache ich immerhin ein bisschen mit Kehrtwendeschaden und gehe dann raus. Und dann würde ich als letzten Angriff noch vielleicht Knuddler nehmen. Ist zumindest mal was Cooles gegen Unlicht-Pokémon oder so. Okay, jetzt kommen wir zu den EVs und dem Wesen. Jetzt ist natürlich wieder, will ich outspeeden? Will ich outspeeden oder will ich hart austeilen? Ich würde sagen, ich mache ein frohes Wesen, volle Initiative, voller Angriff. Und den Rest packe ich in die KP. So, weiß ich nicht, das kommt mir so voll standardmäßig vor. Aber ich persönlich würde sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Dann outspeede ich eine Menge, mache da nebenbei noch einen ordentlichen Schaden. Und es ist ein normales Snobelicat. Ich meine, hey, wie lange hat man ein normales Snobelicat nicht mehr gesehen? Dann kommt Arctillas. Okay, Arctillas zu spielen wird jetzt richtig heftig. Ich habe ja gerade überlegt, Arctillas, ach ja komm, Arctillas könnte man ja vielleicht speziell spielen, aber wenn ich in die 44 Spezialangriff sehe, nein, das machen wir nicht. Das machen wir auf jeden Fall nicht. Was wir aber bei Arctillas machen, ist, wir nehmen hier die Offensivweste, wir werden gleich sehen warum. Dann nehmen wir als Fähigkeit Robustheit. Es kann ja durchaus sein, dass plötzlich so ein, weiß ich nicht, so ein Drachenmove oder Drachenmove, so ein Kampfmove kommt, was weiß ich, Nahkampf oder plötzlich ein Battalion Z eingesetzt wird und plötzlich das Arctillas sich schon denkt, so, oh ja, gut, jetzt gehe ich in die Knie. Kann ja durchaus sein. Dann würde ich nämlich hier als starken Step Lawine nehmen. Ich war gerade so, warte, ich war gerade voll Brain AFK. Ich dachte so, was ist Avalanche nochmal? Lawine als starken Step. Dann Gyroball. Gyroball wäre auch nicht schlecht. Könnte man dann auch vielleicht noch irgendwie ein bisschen krasser noch gestalten. Und dann würde ich noch sagen, damit wir einen Spinner haben,
machen wir noch Turbodreher. Und dann braucht man noch einen guten Angriff. Einen guten Angriff. Und da würde ich sogar sagen, gehen wir auf Erdbeben. Weil wir haben Lawine. Da brauche ich kein... dann brauche ich keine Steinkante, weil ich Flug-Pokémon mit einer Lawine viel härter treffe als mit Steinkante. Klar, dann kommt wieder die Sache, oh ja, du kannst aber mit Feuer- und Käfer-Pokémon treffen. Ja, gut, aber Käfer-Pokémon, dann kann ich auch genauso gut Gyroball machen und würde trotzdem mehr Schaden machen. Und ich hätte darüber hinaus noch keine Angst, dass ich mit Steinkante nicht treffe. Weil hier habe ich die Angst, dass ich nicht treffe. Bei Erdbeben kann ich sagen, okay, gut, Erdbeben, zack. Ist einfach so. Und jetzt wird's tricky. Ich habe mir überlegt, minus Speed, das ist schon mal gut, dass es dann keine DV auf Speed macht, aber ich mache da einfach mit mal 31 rein, einfach nur zur Sicherheit. Falls ich jetzt keinen 31er Arctilas haben sollte, ist das dann auch egal. Dann haben wir die Spezialverteidigung. Die Spezialverteidigung mache ich mit einem Pluswesen und 252. Jetzt denkt sich jeder, was, wieso, warum machst du das? Hat einen ganz einfachen Grund. Die Offensivweste sorgt dafür, dass meine Spezialverteidigung nochmal um 1,5 erhöht, um 50% erhöht wird. Heißt, Wert mal 1,5 und dementsprechend hätte ich dann so um die 160 Spezialverteidigung, was nicht schlecht ist, gerade auch noch bei der Menge an KP. Ich mache mal hier 4 EV auf den KP rein und mache dann den Rest auf Angriff, auf den physischen Angriff, damit ich wenigstens noch ein bisschen was austeilen kann. Und ich denke, so der Mix aus physischer und spezieller Verteidigung ist gegeben. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass trotzdem sehr effektive Attacken sehr viel Schaden anrichten. Aber es gilt ja eigentlich nur um normal effektive Attacken auf diesem Arctilas relativ gut abfangen zu können. Das wäre dann so das hier. Dann haben wir Chillabell. Ich wollte schon wieder Picolente sagen. Was habe ich mit Picolente? Es ist doch nicht mehr schön. So, Chillabell. Chillabell geben wir ein Wahlband. Chillabell geben wir die Fähigkeit Wirteling. Und Chillabell bekommt... Das geht jetzt relativ schnell. Weil das ist auch so eigentlich so das Standard-Set. Kugelsaat. Dann haben wir hier irgendwo noch Felswurf bestimmt. Genau, dann gebe ich ihm noch Tail Slap. Das ist... Was ist Tail Slap? Moment. Moment. Tail Slap. Das fällt mir bestimmt auch gleich ein. Kehrschelle, genau. Es ist Kehrschelle. Ich meine, es ist Stab. Es trifft durch Wertelink 5-mal. Und dann geben wir ihm noch Felswurf. Damit hätten wir schon mal 3 Attacken, wo wir sagen können, okay, das macht ordentlich Schaden. Und dann gebe ich ihm noch Abschlag. Hier machen wir dann einen physischen Angreifer draus. Wir machen ein hartes Wesen. Wir machen 252 auf den Angriff, damit wir so viel Schaden wie möglich machen können. Wir machen 252 in die Initiative rein und wir machen den Rest auf KP. Und ich denke, das sollte auf jeden Fall reichen, um ordentlich Schaden im gegnerischen Team anzurichten. Dann haben wir Mega Sherox. Was mir auf jeden Fall fehlt, das muss ich dazu sagen, ich finde es ein spezieller Angreifer. Muss ich nochmal so sagen, aber wir haben ja noch Golking. Mal gucken, was wir aus Golking rausholen können. Auf jeden Fall würde ich Sherox dann mit einem Megastein spielen, mit dem Sherox Need. Dann habe ich Techniker als Fähigkeit nach der Mega-Entwicklung. Und dann können wir auch hier wieder auf Kehrtwende gehen. Habe ich immerhin schon mal einen guten Stab.
Dann könnte man sagen, Patronenhieb, Stab plus Technikerschaden kann also nicht verkehrt sein. So, und jetzt kommt natürlich die Sache. Ich krieg zwar durch Technik, weil Techniker macht einen 1,5 Boost. Ich könnte Akrobatik sagen, aber... nee. Akrobatik wäre nicht schlecht. Aber ich brauche richtig gute Angriffe jetzt. Richtig gute Angriffe. Und auch hier, ich würde auch sagen, hier mache ich auch direkt den Abschlag. Es kann nicht schaden, dem Gegner so viele Items wie möglich zu klauen. Und dann gehe ich hier noch auf Kraftkoloss. Kraftkoloss ist richtig nice. Ist nochmal ein 120er Angriff, den ich habe. Und jetzt muss ich mal gucken mit einer Käferattacke. Nein, warte, das ist Bugbass. Ich will eigentlich nicht Bugbass, sondern ich will eigentlich mal nach Käferattacken sortieren. Käferbiss. Käferbiss. Ja, ich weiß nicht. Ich persönlich will dann doch lieber auf Kraftkoloss bleiben. Vielleicht wird mir genau diese Attacke noch helfen. Das will ich nicht ausschließen. So, es würde sich auch hier wieder ein hartes Wesen anbieten, definitiv. Wir haben 222 im normalen Angriff, das kann auf jeden Fall nicht schaden, so viel Schaden auch wie möglich anzurichten. Mache volle KP und mache den Rest noch auf die Spezialverteidigung. Gut, bei einer Glutattacke geht Cherox sowieso direkt in die Knie, auch wenn es keine Knie hat, aber auf jeden Fall geht es in die Knie. Und ja, gut. Es ist nicht dafür da, um speziell zu tanken, sondern eigentlich nur dafür da, um, wenn es rauskommt, so viel Schaden wie möglich zu machen. Und dann haben wir jetzt Golking. Oh, ich sehe schon. Mensch. Super! Wieder so viel an Spezialangriff. Mensch. 85. Gucken wir mal. Also ich habe bis jetzt noch nie ein Golking gespielt, muss ich jetzt ehrlicherweise gestehen. Ich habe bis jetzt noch nie ein Golking gespielt. Aber wie wäre es... Lass mal gucken. Golking. Ich glaube, hier könnten wir am besten einen Z-Kristall machen. Aber welchen ich nehme, muss ich selber noch gucken, weil ich jetzt erstmal gucken will, was dieses Golking mir denn noch so bringt. Wir geben dem Golking auf jeden Fall Blitzfänger. Warte, Lightning Rod ist Blitzfänger, ne? Golking. Ja, ist Blitzfänger und macht mich dafür immun gegen Elektroangriffe. Was unglaublich gut ist, weil ich dadurch nur noch eine einzige Schwäche habe und das sind Pflanzen-Pokémon. Die ich mit Cherox sowas von abfangen kann. Und auch mit Shadrago sowas von abfangen kann. Wie sieht denn der... Spezialangriff
spezielle Move Pool aus. Lass mal gucken. Wir haben Water Pulse. Aha. Surfer. Mhm. Siedewasser. Eisstrahl. Mhm. Schauen wir doch mal. Hydropumpe. Blizzard. Ja, wobei. Golking wird jetzt schwierig, finde ich jetzt. Mach den Kaskade. Moment, machen wir mal das Special hier wieder raus. Waterfall. Mhm. Philander. Abschlag. Hey, es ist der Move, den ich hier nutze. Sieht auf jeden Fall ziemlich speziell aus. Sieht ziemlich speziell aus hier alles. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehe ich sogar auf Siedewasser. So, Siedewasser. Ja, so ein starker Wasserstab wäre nicht schlecht. Das wäre eigentlich Kaskade und Nassschweif. Kaskade und Nassschweif. Wie sieht es denn aus mit... Drill Run. Was ist Drill Run? Schlagbohrer? Ja, Schlagbohrer. Mhm. Also mit Skat bin ich, also mit Siedewasser bin ich mir noch nicht im, weiß ich nicht. Schlagbohrer ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann könnte man noch Philander reinnehmen. Ich meine, es ist 120 Stärke und ein Käferangriff. Könnte durchaus auf jeden Fall nützlich werden. Dann würde ich sogar noch sagen, was könnten wir denn da machen? Mal kurz gucken, mit Kaskade könnte ich so viel Schaden machen und mit Nassschweif so viel. Mhm. Dann werde ich noch Nassschweif nutzen. Aquatail, dankeschön. Aquatail und Eisstrahl? Eisstrahl für die Coverage? Ja, mach mal Eisstrahl für die Coverage noch, damit wir wenigstens auch ein bisschen was gegen Flug-Pokémon haben. So. Golking hat einen relativ ordentlichen Spezialverteidigungswert. Ich sollte aber hier mein Hauptaugenmerk auf jeden Fall auf den Angriff legen. Das weiß ich natürlich nicht. Was mache ich? Hartes Wesen? Hart wäre eigentlich nicht verkehrt. Ach Mann, wie heißt der Z-Kristall denn auf Englisch? So, genau.
dann ein Aquium Z, damit wir wenigstens den Aquatail noch dementsprechend dann verstärken können und damit auch einen relativ guten, starken Wasserstep haben. Dann machen wir ein hartes Wesen. Dann werde ich noch 124 in die EVs für die KP machen. Und dann machen wir 116 in die physische Verteidigung und den Rest machen wir dann noch in die Initiative rein. Dann haben wir zwar auch wieder so einen komischen EV-Split, aber ich kann dadurch ein bisschen was aushalten, mache ordentlichen Schaden und ich denke mal, dass dieses Team auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall vom Typ her, von den Typen her, viel ausgeglichener als das letzte Team. Klar, ich habe natürlich jetzt wieder drei Pokémon in einer Kampfschwäche, aber hey, ich meine, ich habe immerhin jetzt mal einen Spinner drin. Aber hey, das ist jetzt so mein Team und ich freue mich darauf, dann gegen euch kämpfen zu können. Es ist wie immer, schreibt mir unten euren Freundescode und euren Ingame-Namen rein, damit ich auch weiß, hey, du bist dann auch der, mit dem ich kämpfe. Und ich würde mich dann jetzt von euch verabschieden, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, die Kämpfe werden dann so am Donnerstag beginnen, weil morgen bringe ich ja jetzt mal wieder einen neuen Kristallpart, da muss ich noch eine Shiny-Reaktion hochladen. Und na, also ich denke mal, wir werden diesmal so ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ihr habt dann auch ein bisschen Zeit, eure Teams zu erstellen. Und ich würde dann am Donnerstag beginnen, beziehungsweise ich würde am Mittwoch anfangen mit Aufnehmen und suche mir dann schon vielleicht ein oder zwei schon raus. Deswegen haltet dann am Mittwochabend mal so ein bisschen oder am Mittwochmittag mal so ein bisschen das Auge offen, vielleicht auch beide offen lassen. Und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Kämpfe und ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein und bye!